Komme ich noch nicht ran. So, aber jetzt. Da. Ja, genau. Ich wollte da Dreck setzen. Da und da. Man merkt, ich bin heute ziemlich müde schon und kaputt. Machen wir das halt andersrum. So, und Abflug! Ja, wir nehmen hier ziemlich viel Schaden in Kauf. Und Robert, der schüttelt jetzt bestimmt gerade den Kopf, weil ich das hier mit der Faust abbaue. Aber dann haben wir die Seite hier wenigstens schon mal fertig, Robert. Ne? Also von daher. Nee, haben wir nicht. Ich bin ein doofer Typ. So. Einmal schnell ein paar Sticks gemacht. Dann machen wir wieder zwei Schaufeln. Zack. So, eine Kleinigkeit essen. Das Eichenholz in das Inventar packen. Nom, 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 nom. Und zack, 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 zack. Eine Schicht muss ich also doch noch unten dran setzen. Zack, zack, zack. Ich glaube, das müsste reichen. Da komme ich von überall ran. Und da kommen jetzt nochmal die halben. Bim, bam, bum, bim, bam. Majera. So. Zack, 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 zack. Das ging jetzt natürlich deutlich schneller. Warum mache ich es nicht gleich immer richtig? Naja. So, einmal noch pennen, bevor es soweit ist. Und jetzt habe ich schon wieder fast eine Stunde aufgenommen. Ich bin echt kaputt heute. Müde. Echt ein bisschen müdchen. Das kann ja auch nicht so bleiben. So. Zack. Und ja, los, ab ins Bettchen. Nom, nom, nom. Aber ich will die eine Seite noch fertig bauen. Das mache ich noch. Egal wie müde. Boah, das sieht doch gigantisch. Das sieht geil aus. Besonders finde ich das auch gut mit den Bäumen, so links und rechts. Also vielleicht mache ich. Ja, vielleicht. Ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht lasse ich den Durchgang auch so ein bisschen so. Ich weiß noch nicht. Können wir uns ja alles noch überlegen. Es ist ja ein entstehender Prozess. Entstehender Prozess. That was she said again, again, again. Ach ja, ich bin gut drauf. Nein. So, mal schnell noch. Viere. Ach komm. So. Die hoffen, reichen hoffentlich. Die hoffen, dass sie reichen. So. Ach so, das ist auch super schlau. Upp, upp. Und da dran und da dran und da dran. Sehr schön. Ach ja, das hätten wir auch machen können. Da gleich durch das Fenster durchgehen. Zack, zack. Und da darf noch eine Schicht runter. Hätten wir da gleich ganz hin machen können, ne? Von Anfang an. Naja. Naja, was soll's, was soll's. Schlimmeres. Zack, zack. Und nochmal die letzten Treppen. Zack, zack, zack. Und komme ich da? Da komme ich nicht ran. Dann machen wir lieber hier nochmal alles weg und machen uns da hinten noch einen neuen kleinen Kackstift, eine neue Kacktreppe. Zack, 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 zack. Wupp, wipp, wapp. Nee! Ich hasse es. Ich hasse Creeper. Oh
Oh Mann, wie ich Creeper hasse. Oh, dieser Penner, was sollte das denn jetzt hier? Der war so weit weg. Und dann macht er mir hier schon wieder alles kaputt. Und ich darf wieder meine ganze Erde verbauen. Meine schöne Erde. So. Wenigstens habe ich noch ein bisschen Eichenholz dabei. Kann das also vermutlich gleich alles reparieren. Birkenholz. Ach, was soll's. Hihihi. Gebeimt. So. Oh Mann, ey. Diese blöden Creeper-Köppe. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ist hier noch irgendwo eine Fackel abgefallen? Von innen mit Sicherheit auch irgendwo, oder nicht? Die ist eigentlich schön hell, ne? Bloß da oben so ein bisschen. Da kann ich mal schnell noch hingucken, ob ich an alle Seiten die... Ne, nur an die Seite, siehste. Siehste. Hier kann ich noch Fackeln hinsetzen. Nehmen wir gleich noch die Treppen mit. Weißt du, als ob man den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, müssen die Creeper einem hier immer alles kaputt machen. Diese Ollen. Blödiane. Du bist pläde. So, und wenn man hier so reinguckt, doch. Sieht doch ziemlich impulsant aus. So, jetzt möchte ich das hier schnell noch fertig bauen. Lasst mich doch jetzt mal alle in Ruhe. Also die Creeper, nicht ihr Zuschauer, ihr dürft natürlich da bleiben. Ihr müsst mich nicht in Ruhe lassen. Außer vielleicht Robert, ja, lass du mich endlich in Ruhe gehen. Ach, du bist ja jetzt höchstwahrscheinlich selber gerade schon im Urlaub oder zumindest bist du bald im Urlaub. Ich weiß nicht, ich bin gerade so weit am Vorproduzieren. Lässt sich schwer ausrechnen, bei welcher Folge ich jetzt genau bin. So, es ist soweit. Sie ist fertig von außen und damit eigentlich auch bloß das Grundgerüst, weil das Wichtige kommt ja in den Keller. Aber das ist fertig, das Grundgerüst. Yay! Das heißt, ich kann erstmal, ich nehme mal eine Kiste und pack mir hier das ganze Holzgelumpe und sowas erstmal rein. Weil das brauchen wir jetzt direkt gerade nicht. Die Falltüren, da wollte ich glaube ich nur eine hier vorne drauf machen. So, nämlich. Und dann sieht man das nämlich nicht gleich. Und ansonsten... Zack, zack, zack. Wir packen erstmal... Ach, weißt du, was soll's? Nee. So, du bleibst doch hier. Du bleibst auch hier. Ein Wassereimer kann man immer gebrauchen. Und Eisen. So, alles andere nehmen wir jetzt mal nicht und dann bauen wir in der nächsten Folge hier drunter den Keller. Da machen wir erstmal nur eine Schicht, den kann man dann später wahlweise in die Tiefe vergrößern. Und ich habe mir auch schon überlegt, es wird hier eine Verbindung geben von da nach da. Ja. So, jetzt möchte ich noch einmal da oben aus dem Fenster schauen. Ganz einfach, um mal zu sehen, wie gut oder schlecht die Scheune halt von Weitem aussieht. So durchs Fenster geschaut. Hier sieht man es nicht, aber von hier. Oh doch, das ist echt geil, wenn das... Boah, ist das cool. Ja, also mir gefällt sie auf jeden Fall. Und der Robert hat gesagt, ihm gefällt die Idee mit dem Hufeisen da. Ja, da müssen wir uns bloß überlegen, welches Item wir in einem Frame als wie ein Hufeisen aussehen lassen. Wäre wahrscheinlich das günstige, wenn es irgendwas aus Eisen wäre. Oder, ja, ne? So, und dann machen wir auch noch hier einen Weg dazu. Das heißt, von hier wird dann auch der Weg nach da drüben. Das heißt, hier muss aber erstmal dann noch ein bisschen weg. Sind das eigentlich meine letzten Tropenbäume noch, die ich noch habe? Da muss ich da auf jeden Fall auch noch ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Und ja, würde ich sagen, ist doch schön geworden. Die Scheune ist fertig. Ich freue mich. Ich freue mir eine Scheune. Nee, ein Ast. Nee, auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Weil war jetzt echt ein großes, großes Projekt. Wir haben... ich
schätze jetzt mal 12 Folgen dran gebaut. Das Aufwendigste war natürlich den Platz dafür machen, schaffen und Bäume fällen und alles. Das zähle ich einfach mal mit dazu. Und ja, dann halt das Dach, ne? Dafür mussten wir ja auch nochmal Rohstoffe wieder besorgen und naja. So, aber jetzt ist sie finally sieht sie so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Vielleicht beleuchte ich da noch ein bisschen mehr. Ich will halt bloß nicht, dass es so zu viele Fackeln überall sind. Aber hier hinten seht ihr schon, spawnen auch schon die Skelette drin. Die blöden Knochenköpfe. Das heißt, theoretisch müssten wir hier hinten noch ein paar, so machen wir auch, hier hinten noch ein paar Fackeln hinhängen. So, dass man sie nicht überall immer sieht, wie wir das auch hier schon gemacht haben. Und hier vorne auch. Hier vorne ist jetzt nur, weil Tag ist, noch hell genug und deswegen ist da nichts gespawnt. Und oben, wie machen wir das oben? Nicht der Kinofilm, hahaha. Kronleuchter oder sowas wäre auf jeden Fall nicht angebracht, weil wir hier genug Platz hätten. Na, ich überlege mir noch was, wie wir da oben noch ein bisschen Licht dranbringen. Vielleicht einfach da und da. Ah, ich weiß nicht. Das Fenster, da kommen natürlich auch keine Glasscheiben rein. Weil das ist ja zum Durchlüften. Ja, das ist sie. Unsere Scheune. Ich würde sagen, verabschiede mich an der Stelle von euch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.